Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, euer Mr. Kreuzworträtsel und weiterhin unter erschwerten Bedingungen versuche ich noch immer mein Kreuzworträtsel-Hobby weiterhin dem zu frönen, ohne Abbruch, ohne einen Tag auszulassen, selbst wenn, ja, die Feiertage es mir tatsächlich ein wenig schwer machen, aber ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auch bis Silvester und danach durchzuhalten. Wer weiß, Englisch an, on. Ja, Stadt in Italien, wie hieß denn die nochmal? Venedig, nee, ist es nicht. Fettreich, dafür pro. Na bitte. Südslawischer Volksschelm? Weiß ich noch nicht. Markthändler ist der Gaukler. Nein, das ist er nicht. Kleiner Heringsfisch. Anchovy. Nein, auch nicht. Oh, was sind denn da für Worte heute dabei? Das ist ja fies. Eine Scharte, eine Hasenscharte. Ist ein Gebiss, ist ein Kiefer, ist ein. Nee, weiß ich nicht. Eine Lücke. Lücke? Nee, Lücke ist es auch nicht. Sonnendach. Ich denke da gerade an Cabrio, aber das ist es nicht. Lateinisch Luft. Aero? Nee. AR? Ah, natürlich. Ertrag ist auch der Erlös. Ja, Initialen Schweizers ist Jochen Schweizer. Nein, Albert Schweizer. AS, japanischer Kriegerstand. Samurai. Natürlich. Englisch Ohr ist Ear. Haben wir kein Problem. Hans, ja, Meiser. Nein, die Hirschart. Rehn? Nein, 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 das ist nicht. Rand der Ohrmuschel. Was ist der Rand der Ohrmuschel? Was ist das hier? Was ist das nur? Aussatz. Was ist denn ein Aussatz? Ich weiß, was ein Aufsatz ist. Ein Referat zum Beispiel. Eine Weissagung ist ein Orakel. Ja. Windschattenseite ist natürlich Lee mal wieder. Fürstlicher Diener ist ein Lakai. Huch. So. Das Sonnendach ist dann wahrscheinlich die Markise. Oh, ich dachte schon, bei dem Staat der USA ist bestimmt was mit M. Missouri passt aber nicht, glaube ich. Deutsch-amerikanischer Ökonom. Gute Frage. Schlafunterlage. Ist die eigentlich Matratze? Aber das ist es nicht. Bild ländlichen Friedens. Der Blattnerv ist die Ader. Der ländliche Frieden ist die Idylle natürlich. So, die Isomatte ist die Art von Matratze. Ja, haben wir. Reutlingen, mal sehen. Eine Scharte könnte auch eine Kerbe sein. Ja, das ist richtig. Günther. Markthändler ist der. Weiß ich immer noch nicht. Tiefe Männerstimme ist ein Bass. So, kleiner Heringsfisch ist die Scholle. Ist das die Scholle? Das ist nicht die Scholle. Okay. Okay, Wasserfahrzeug ist ein Boot. Natürlich. So, Gesichtswasser. Ja. Lotion ist es nicht. Was gibt es hier noch so? Massachusetts, Missouri, MMM. Was gibt es noch für Staaten der USA mit M? Na, mal gucken. Früher Ayers Rock. Was ist das heute? Keine Ahnung, keine Ahnung. Handgriff ist ein. Was denn hier ein amerikanischer Unternehmer? Businessman ist ein Boss, ein voll cooler Typ, ne?
Himmelblau. Oh, das ist so fies. Machen wir erstmal den Emo. Den kennen wir. So, fettreich. Adipös. Ja. War das Siena? Ja. So. Dann ist das hier wahrscheinlich die Sprotte. Okay. Wo können wir weitermachen? Wo gibt es hier noch essbare Pflanzen? Sind Gemüse. 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 Das ist Spanisch für essbare vegane Pflanzen. Alle Pflanzen sind wahrscheinlich vegan. Außer fleischfressende Pflanzen, die Fliegen enthalten. So. Was ist Reutling RT? Ja. Ich habe keine Ahnung. Itte? Nee. Hätte, Utte, Itte, Otte, Otte. Sagt mir nichts. Aber dafür weiß ich jetzt, dass das Montana ist. Hannah Montana. Kommt bestimmt nicht von da. Okay. Der Iro ist der. Nein. Ero. Okay. Markthändler. Okay, ja. Gierand, Hierand, Vierand. Nie gehört. Ich kenne Liefierand, Lieferand. Aber sonst so, gibt es noch Karl. Der Karl. Ich hoffe, er mag's, wenn ich ihn da so reinschreibe. So, deutscher. Hans. Auf wen gibt's denn da? Hier, die. Der Rand der Ohrmuschel ist nicht die Matrix. Dafür sind es zu wenig Buchstaben. Hirschart. Was könnte das sein? Oh, weia. Hier gibt es so vieles, was ich noch nicht. Was könnte denn Himmelblau sein? Aqua? Nee. Das ist es. Agui? Nee, auch nicht. Ich trage da jetzt kein N ein. Amerikanischer Unternehmer. Das ist eine gute Frage. Wen meinen die? Ach, die meinen da nicht Jeff. Ugh. Und dann meinen die hier natürlich Azul oder Azur. Azur. Ja, Nebenfluss des Ebro. Keine Ahnung. Was haben wir hier noch so? Rand der Ohrmuschel, nee. Gesichtswasser ist ein Tonic? Gut. Alles klar. Elch? Elch ist die Hirschart. Na, das kriegen wir doch hin. Teebaum. Der Teebaum, natürlich. Deutscher Politiker Hans Apel oder so. Ja. Aussatz ist nämlich Lepra und dann wird das wahrscheinlich. Ach, dann ist das hier die Helix, natürlich. Ach, war doch klar. Ja. Ich weiß nicht. Was könnte der Handgriff jetzt noch sein? Ager ist es nicht. Eger ist es. Heben? Nee. Heber? Hebel. Ach, der Handgriff als Hebel meinen die. Ah. Okay, was war früher Ayers Rock? Flora. Nee. Okay, T ist es auch nicht. Das sowieso nicht. Hm.
gibt's da noch? Slurp. Okay, ich habe keine Ahnung tatsächlich. O. Nee, U. Okay. Ulura? Nee, Ulure, Uluri, Uluru. Okay. Das hat irgendwas. Ich muss sagen, Ayers Rock würde ich jetzt auf einer Karte nicht finden. Deswegen frage ich mich, es sieht so hawaiianisch aus, aber ich könnte nicht sagen, ob es wirklich so ist. Gucken wir mal das andere Rätsel an. Vielleicht ist das hier einfacher. Da weiß ich das Wort nämlich schon mal. Das Wort weiß ich auch. Da kommt der Buchstabe hin. Da kommt sowas hin. Okay, ja, leger. Das könnte das sein. Elfriede kenne ich nicht. Pferde sind Rösser, aber das passt nicht. Auf der Haut Schaben. Ja, okay, ja. Das passt. Okay, dann weiß ich die vier schon mal. Französisch Wohlgeruch könnte eventuell, weiß ich noch nicht. Kammerjungfer. Ja. Okay, das wäre dann Notleiden. Begeisterter Anhänger ist das, ja. Sich irren. Was könnte man. Also wenn ich mich jetzt da irre, ist das natürlich ungut. So, warte mal, was haben wir hier? Das Unsterbliche. Das ist die. Ja, genau. Nämlich, ist auch klar. Okay, also muss ich hier eigentlich nur noch zusehen, dass ich zwei Buchstaben rauskriege. Einer davon ist die 7. Dann machen wir das mal anders. Das Wort kenne ich. Das kenne ich. Schädliche Stoffe sind auch klar. Okay, den Buchstaben habe ich. Den habe ich. Die 1 habe ich noch nicht. Oder? Nee, habe ich noch nicht. Das ist aber das. Okay, die meinen das so. Sprungbein. Ja. Elfriede. Ich kenne die Elfriede leider nicht. Der Schiffskoch ist der. Ich glaube, das war nicht der Mart. Was war denn nochmal? Was war denn Sanji nochmal für einer? Machen wir mal hier weiter. Das sind nicht die Chinesen. Das sind nicht die Koreaner. Das sind nicht die Inder. Gibt es denn noch irgendwelche anderen? Nein, okay. Das Wort weiß ich ja bereits. Das weiß ich auch. Ja. Okay. Irgendwas mit ER am Ende. Okay. Nee. Ich hab das gleich. Ich weiß, hier kommt ein E hin. Hier kommt ein P hin. Was könnte das dann sein? Warte mal, dann ist das nicht die Ferse? Elfriede Ott oder so? Weiß ich noch nicht.
Erfrischungsgetränk könnte aber hinhauen. Ja, das könnte Ott heißen. Ist der dann. Ich weiß es noch nicht. Ach, der ist Smoothie? Aber Smoothie hat nicht vier Buchstaben, sondern Smooth hat vier Buchstaben. Aber es würde mit einem anderen zusammenpassen. Okay, ja, jedenfalls, das ist. Da kommt ein P rein, da kommt ein R rein. Französisch Wohlgeruch ist dann wahrscheinlich das. Das ist ein O. F. Pro. Ja. Irgendwas könnte vielleicht noch falsch sein, aber die 5 sollte eigentlich auch ein F sein. Notleiden oder sich irren. Kammerjungfer ist die Maid. Das heißt, da kommt ein D hin. Flämische Stadt. Ach Gott, ey, wenn ich die 7 nur wüsste. Begeisterter Anhänger ist ein Fan, das ist klar. So, hier kommt wahrscheinlich auch ein N hin. Die Klaue ist nämlich. Die Pranke. Genau. Okay, und dadurch ist das Wohlgeruch ja gar kein Aroma. Dementsprechend. Eau de Toilette ist definitiv auch kein Wohlgeruch. Flavor? Nee, geht ja gar nicht. A, hier kommt ein R hin. Amör, Adör, ich habe keine Ahnung. Okay, hier kommt auf jeden Fall auch ein A hin. Die flämische Stadt mit N an der dritten Stelle. Wenn ich die doch mal wüsste. Nee, warte mal. Die Kammerjungfer ist die Zofe. Hier kommt ein O hin. Oh, weia. Oh, bin ich ja, da habe ich mich ja wirklich geirrt. Okay, hier kommt ein E hin. Sich irren ist. Was könnte das denn noch sein? Also hier kommt ein E und hier ein N hin. Das ist sowieso klar. Aber das hilft mir nicht so. Notleiden, Notleiden. Ja, Leiden wäre schön. Einfach nur das Wort. Okay. Aber was könnte denn. Also P und R als erstes und zweites, denn das dritte wissen wir nicht. Dann 4 ein F, 5 ein F und dann E. Praffel, Proffel, Priffel, Prof. Oder es ist Prüfer, aber dann wäre. Nee, Abkürzung Kraftfahrzeug ist Kfz. Weil hier auch Kratzen reinkommt. Das ist ja komisch. Ich fange mal an, Sachen einzugeben. Ich bin mal gespannt, wie das Wort ist. Heißt. Flämische Stadt weiß ich noch nicht, aber ich weiß den begeisterten Anhänger, das ist der Fan. Kammerjungfer, wie gesagt, die Zofe. Klaue ist die Pranke. Ja. Bisher also alles richtig. Schädliche Stoffe sind Gifte. Erproben ist testen. Geburtsort Beethovens, och Mann. Das ist auf jeden Fall hier Ern. So Himmelsrichtung ist wahrscheinlich dann Süd-Südost. Ja. Und dann ist das hier Bonn. Der Balte ist der Este. Der Kauf ist. Oh, das ist ja gar kein Handel. Och Mann. Machen wir erstmal den Knappen als Ritterbereich. Dann sind das hier doch. Erwerb ist der Kauf. Boah, da kann ich ja ewig raten. So. Perser, ja. Anwesend ist ANW. Widerhakenfrucht ist die Klette. Ja. Baldrion ist natürlich der Drall. Nee. Ach, das gibt's doch nicht.
ist ja kein Wunder. Red. Okay, die Balldrehung ist nicht Erdrall. Och, das ist ja... Kniff ist das hier so. Triebkraft. Also erstmal, das Unsterbliche ist Seele. Mit dem ersten Buchstaben kann man ja vielleicht schon mal was tun. Nämlich ist denn. Und die Triebkraft ist die Energie. Hoch. So. Damit läuft es doch schon mal. Ach, Effet. Okay. Dann haben wir hier Salopp. Und dann meinen die Pfeffer. Die meinen einfach nur Pfeffer. Okay. Odeur. Odeur ist das Wort. Ah, ich hätte es wissen müssen. Okay. Darben ist Notleiden. Jetzt haben wir es endlich. Flämische Stadt. Ja. Kennt. Nee, Weiterbildungskurs ist ein Seminar. Ja, Lohnsatz ist der Tarif. Unrund laufen, eiern. Natürlich. So, dann haben wir hier noch den Ekel und kommen der Lösung so ein kleines Stück näher. Auf der Haut schaben ist natürlich Kratzen. Das habe ich bereits gesagt. Ausruf des Verstehens. Aha, wie immer. So, und dann meinen die Rosse, wobei ich sagen würde, eigentlich möchte ich ja lieber Rösser als Mehrzahl sagen, aber wenn Rosse vielleicht auch richtig ist, dann ist das schon okay. So, und dann meinen die wohl den Smoot. Sprungbein, Talus. So, was haben wir noch? Sich irren. Merken, nein, das ist ja nicht richtig. Werfen, nein, auch nicht. Werken auch nicht. Irren, was ist Irren? Irren ist menschlich. Flämische Stadt. Ich gebe das einfach mal ein. Oh. Tent, Wend, Ment. Gent. Okay. Sich irren. Das kriege ich hin, indem ich einfach nur auf die Tastatur gucke. Irten, Erten sagt mir gar nichts. Also ich würde mal das ausschließen. Zerten, Perten, nee, Rerten, Werten, Serten, Derten, Ferten, Gerten, Härten, Järten, Kerten, Lerten, nein. Ferten, Berten, Mert, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Wort? Das kenne ich doch wahrscheinlich wieder nicht. Huch. Vielleicht ist es aber auch vertun. Ach, ja, wenn das eh schon nicht stimmt, natürlich. Ach, ist wunderschön. So, Preisrätsel. Das kommt jetzt heute nämlich auch noch dran. Ja, der erste und zweite Buchstabe, die sind nicht so ganz auf der... Ah, doch, jetzt sind sie da. Alles klar, dann schiebe ich das mal noch so ein bisschen so und dann sieht das gut aus, so mehr oder weniger. So, was haben wir denn hier im Dip ist, keine Ahnung, aber der Finanzplan ist mir klar. Wassertiefe messen, mal gucken, was das ist. Gebilde am Himmel könnten Mehrzahl sein, könnte aber auch Planet sein, wenn es das Gebilde am Himmel ist. Schwierig zu sagen. Deutsche Vorsilbe R zum Beispiel oder an. Müssen wir mal gucken. Literatur passt nicht. Lesestoff,
Tja, nein, auch nicht. Fabelwesen. Asiatische Sportart. Ach, das sind so viele Sachen hier. Zitrusfrucht. Stichwaffe. Machen wir mal das, geben mal was ein. So, der Degen ist falsch. Mist. Messer, Dolch, Dolch. Ist auch nicht. Oh ja, wendig. Gewand, Spielkarten verteilen. Eigentlich austeilen. Gegenteil von unten. Wenigstens kriege ich das hin. Und den Schwur. Das hier ist oben. Das ist Eid. Knauserei ist Geiz. Okay, dann haben wir da ein Set. Das hilft ja schon mal. Spielkarten verteilen ist einfach nur geben. Aha. Ja. Es gibt den Geber und es gibt andere, die Nehmer. Gebetshaus, Synagoge. Ja, passt. Oh, war ja. Asiatische Sportart ist dann. Ist das Yoga? Okay, Grunze. Nein. Obwohl, Grütze könnte es sein. Es könnte wirklich Grütze sein, das Wort, was rauskommt. Gucken wir mal. Ja. Dip wäre dann mit U. Das müsste hier E sein. Was könnten die Gebilde am Himmel jetzt noch sein? Hinlänglichkeit. Stichwaffe ist erstmal die Lanze, die ist gemeint. Und wendig ist agil. Oh Gott, was ist die Zitrusfrucht? Da bin ich, glaube ich, raus. Ich glaube, hier kommen nur noch Vokale rein, aber so richtig Egli? Egli? Nein. Das ist keine. Achso, warte mal, aber er zeigt mir nur das E. Ugli. Ugli war das. So, Lesestoff. Tja. Wassertiefe messen. Bin mir nicht so sicher, aber EN am Ende wäre ja zumindest schon mal. Motorik, Bewegung. Na gut. Gebilde am Himmel sind Wolken. Wir müssen gar nicht bis ins All tatsächlich. Wassertiefe messen. Loten. Elfe. Ist das hier? Okay, es wird immer besser. Lektüre. So, dann klappt das doch schon mal. Rekonvales. Oh Gott. Eine Rekonvaleszentin. Ja. Den Ball zu spielen ist erstmal flanken. Vielleicht hilft das. Genewende? Nee. Generende? Genesende. So meinen die das also. Hinlänglichkeit, Genüge. Ja. Dip ist auch eine Tunke. Und damit haben wir sogar das Lösungswort-Rätsel hier, das Preisrätsel. Und was gibt es zu gewinnen heute mal? Es gibt einfach nichts zu gewinnen. Nö. Preisrätsel sind
kurz, das sollte man vermeiden. Das wurde mir schon für die letzte Woche gesagt, dass es irgendwie keinen Gewinn mehr gibt oder man zumindest diesen Gewinn nicht mehr gesagt bekommt. Ja, jedenfalls, trotzdem, ich habe das Rätsel trotzdem gemacht, ich habe es bestanden. Ich mache das ja einfach nur für die Übung und nicht etwa, weil ich das unbedingt, weil ich da unbedingt was gewinnen will. Also von daher sind wir für heute auch durch. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es wieder qualitativ hochwertiger. Kann ich nicht versprechen. Denn ja, also bis Silvester wird halt alles noch ein bisschen ungeplanter sein. Und ja, trotzdem hoffe ich, ich werde immer die Zeit finden. Ich werde auf jeden Fall mir die Zeit nehmen, wenn ich kann. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Kreuzworträtsel dann wohl morgen wieder, wenn ihr immer noch Bock habt. Also dann, bis zum nächsten Mal.